zum Thema elektrischer Widerstand und das Ohmsche Gesetz. Ähnlich wie eine Wasserleitung dem Wasserstrom durch Reibungen entgegenwirkt, wirkt auch ein elektrischer Leiter dem Elektronenstrom mit einem Widerstand groß R entgegen, so dass die Spannung groß U gleich ist zum Widerstand groß R mal die Stromstärke groß I. Diese Formel U gleich R mal I nennt man das Gesetz von Ohm zu Ehren des deutschen Physikers Georg Ohm. Ein Widerstand wird in Ohm ausgedrückt, das heißt, die Einheit vom Widerstand groß R, das ist Ohm, und ein Ohm wird mit dem Buchstaben groß Omega gekennzeichnet. Das Gesetz von Ohm, das heißt diese Formel, stellt die Verbindung zwischen den elektrischen Einheiten Volt, Ohm und Ampere her. Die Hauptwiderstände in einem Stromkreis sind die Verbraucher, zum Beispiel die Lampen. Es kann aber auch vorkommen, dass man absichtlich Widerstände in einem Stromkreis einbaut, um die Stromstärke zu verringern. In diesem Stromkreis beträgt die Spannung 9 Volt und die Stromstärke 0,9 Ampere. In demselben Stromkreis habe ich hier einen Widerstand eingebaut. Wir lesen immer noch die Spannung von 9 Volt, aber die Stromstärke ist jetzt kleiner geworden. Eben waren es 0,9 Ampere, jetzt sind es nur noch 0,45 Ampere. Die Stromstärke ist also gefallen wegen diesem zusätzlichen Widerstand.